Ja, die quietschen von Anfang an, weil die. Ist nicht schlimm, weil ich meine, so viel bewegt Du man den kriegst jetzt den auch in der nicht. Aufnahme nicht ständig so. Wobei, ich glaube. Nee, meine quietscht doch nicht. Manchmal quietscht er. Und bei meinen hast du aber schon Alterserscheinungen. Herzlich willkommen zu Minecraft Technical Overload mit dem Zorro. Wann änderst du eigentlich mal deinen Skin? Oder bist du dem treu und wirst für immer Zorro bleiben? Den habe ich, ganz zu Anfang habe ich tatsächlich, so einen Anonymous-Skin gehabt. So einen von diesen ganz schlechten. Mhm, und dann bin ich dann auf den hier schon gewechselt und seitdem habe ich den auch. Mhm, so, ich bleibe dem Ganzen einfach treu, glaube ich. Okay. Mir fällt tatsächlich das einzige auch kein Problem. Anderer. Was? Das Problem, was ich mit deinem Skin habe, ist, dass man den nicht spiegeln kann. Das ist immer ein Problem. Das sieht scheiße aus, wenn du den spiegelst. Genau, das ist immer das Problem. Das ist nicht unmöglich, aber es sieht scheiße aus, nicht? Genau das. Ja, aber ich spiegel den halt. Ich habe den auch schon mal gespiegelt, weil es besser gepasst hat. Ja, aber das sieht scheiße aus. Im ersten Moment sieht es scheiße aus, da gewöhnst du dich. Ich habe sogar einmal schon die Augen umgedreht, nachdem ich ihn gespiegelt habe. Okay. Das damit es nicht mehr scheiße aussieht. Es dauert ja nicht lang. Was sind hier deine Minecraft-Figur hat drei Farben im Gesicht. Das geht schon. Ah, jetzt sagst du gerade, das geht schon. Ja, aber ach, das mit. Ich bleib jetzt bei dem Skin auch. Da sehe ich aus wie ein Penner. Das passt zu mir. Das ist der für das gestrandet, was nie passiert ist bei dir, ne? Genau. War das nicht? Ja. Piro. Piro. Ja, genau. Pyro. Gestrandet war ja das ganz alte. Warst du da eigentlich dabei? Ja, nee, ne? Gestrandet? Ja, klar. Die Slime spawnen immer noch. Gestrandet 2 meinst du? Nee, ich meine das erste gestrandet. Das erste Gamestar gestrandet? Nee, da war ich nicht dabei. Ah, nee. Moment, es gab. Welches meinst du jetzt? Das erste Gamestar gestrandet, wo du auch nicht dabei warst? Oder? Ja, genau. Ja, dann war ich da auch nicht dabei. Weil das zweite gestrandet, da waren wir beide dabei. Ja, genau. Da habe ich tatsächlich letztens, weil ich gesucht habe. Alter, auch ein Projekt, was ich voll vergessen habe, Alter. Gestrandet? Ja. Gestrandet Rewind war das. Ja. Was auch nicht schlecht war, es war beim Bauprojekt. Also, gut, das ist jetzt auch kein krasses PvP-Projekt, aber es lief nicht. Also, nee, ich. Das war doch auch Vanilla pur, oder nicht? Ja, genau, es war Vanilla pur und es wurden auch Fragen von den Zuschauern beantwortet. Stimmt, und da war halt alles nach dem zweiten Mal was halt ausgelutscht. Er hat lutschen gesagt. So, no offense und so, aber wenn du da alle Fragen beantwortet hast, dann war es auch gut. Mhm. Ich fand das Projekt cool. Mal endlich mal wieder Vanilla gespielt gehabt und mal nicht so Zeitdruck, weil in den PvP-Projekten, die wir da hatten, oder die. Ich weiß gar nicht, nennt man das PvP? So Wism und Trust Wism and Betray. Ist PvP, ja. Da war das ja immer sehr mit, ich will der Allerbeste sein. Beste sein. Wie keine Familie. Bam, bam, bam. Und, ja, da fand ich tatsächlich, also das beste Projekt meiner Meinung nach war immer noch, hier, ne? Weiß Bescheid. Ja. Okay. Da. Meinst du denn? Hier, Trust and Betrayal. Trust and Betrayal, ja gut. Da wurde auch noch richtig. Da waren auch nicht viele Kills. Alter, das ewige Lauern vor der Tür von Dings. Oh mein Gott. Als Möwe. Stimmt, ey. Die Killer-Möwe, ne? Alter, das war so anstrengend. Das war nice. Da war noch jemand anderes mit in der Aufnahme, oder? Oder waren das nur Anne? Überall? Anne hat den abgelenkt. Das war eine krasse Geschichte, oder? Da hat Anne doch dafür gesorgt, dass er das Haus erst verlässt. Stimmt. Wir waren die Killermöwen. Wir hatten Möwen die ganze Zeit vor der scheiß Tür gefahren. Wir hatten Möwen, später hatten wir auch noch Drachen. Ja, die Drachen waren cool. Die Drachen waren cool. Wir waren aber auch die einzigen mit Drachen und plötzlich hatte jeder einen Drache. Nee, ich glaube Krabs und so hatten auch von Anfang an schon Drachen. Nee, damit angefangen. Nee. Wir haben den Trend gesetzt. Wir sind die Trendsetter. Das hatte ich ja auch in der Best-of-Szene, wo wir vor dem Ei stehen, das Ei platzt und wir einfach nur davor stehen und lachen so. Stirbt!
Kack! Es ist kaputt. Ich hole ein neues. Ich wollte ja einen Feuerdrachen haben und da muss ja mit Lava, aber muss die daneben sein? Oder muss die da drauf sein? Oder? Es stirbt. Und wir gehen so näher ans Ei. Es ist kaputt. Okay, klock, ich hole ein neues. Klock, 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 klock. Vor allem auch so trocken. Ach, ich hole ein neues. Wir hatten aber auch so viele, ne? Ja. Ja, das also da denke ich ja gerne dran zurück an das Projekt. Ja, die alten Minecraft-Projekte waren schon lustig. Das war schon witzig. Dann, ich weiß gar nicht, was das nächste war, aber Wism, da waren ja nur noch wir beide quasi immer alleine, weil man ja immer zusammen aufnehmen musste mit irgendjemandem. Ja, das war eine doofe Regel. Also, ich verstehe die Regel. Oder ich habe die Regel verstanden, aber es war doof. So für uns war es doof. Oder für allgemein für alle, weil man hat sich dann einen rausgesucht, mit dem man sich dann halt abstimmen konnte. So, warum mit jemandem anderen aufnehmen, wenn ich weiß, dass ich mit dir irgendwie den und den Tag immer aufnehmen kann? Genau. Und bei anderen war das immer so, ja, kann ich und dann den Tag. Ja, nee, an dem Tag kann ich nicht. Goro und ich sind immer eingespielt. Wir sagen Mittwoch 16 Uhr, dann ist 16 Uhr Mittwoch. Ist 16 Uhr Mittwoch. Obwohl, bei dem Projekt haben wir noch keinen Tag gefunden, weil Goro momentan immer so unterschiedlich ist, aber... Geht so. Ich hatte jetzt... Montag mal, Dienstag mal, Mittwoch bisher. Ich weiß gar nicht. Ja, war Dienstag und Mittwoch bis jetzt noch immer. Ja. Mittwoch ist eigentlich ist Mittwoch ein doofer Tag. Ah. Weil ich da so einen langen, anstrengenden Tag habe. Aber für Minecraft mache ich das gern. Minecraft ist ja chillig, ne? Da mache ich das gern. Ich sitze jetzt auch relativ weit nach hinten gelehnt. Habe ja jetzt den Arm mit dem neuen Mikrofon. Was ja nicht mehr so neu ist, aber... Den gleichen, den ich habe von Rode. Genau, den habe ich mir geguckt. Der ist gut. Der gefällt mir. Ist doch der Beste. Alle anderen für 30 Euro und so, die gehen nach ein paar Monaten im Arsch. Und dann ja, ist, und den... Und auch da. Und den habe ich schon seit 4 Jahren. Ja. Und auch da habe ich ja vor der Aufnahme haben. Oder zwischen der Aufnahme? Ich weiß nicht mehr. Da habe ich dann auch das Geld investiert. Das war es mir dann auch wert, weil man braucht das halt. Und es ist jetzt viel cooler. Ich habe ganz lange ja den Arm gehabt, der auf dem Boden steht. Ja, das ist ätzend. Ja, das war ätzend. Und du hast es auch immer vor dem Bildschirm gehabt irgendwie. Ja, genau. Und ich hatte hier Lou. Hatte den auch. So ein Tischständer, wo du das Mikro draufschraubst. Mhm. Den hattest du auch in Köln stehen. Aber hier brauchte sie halt auch einen und ich hatte halt noch so einen alten, ranzigen Arm, den du auf den Boden stellst. Mhm. Mit so einem Arm, der dann über den Tisch. Der ist auch schon so kaputt. Mhm. Jetzt habe ich auch einen geholt. Nicht den von Rode, aber einen billigen von Thomann, einfach den du an den Tisch schraubst. Ist auch 1000-mal besser als irgend so ein scheiß Tischding. Oh ja, oh ja. Es ist einfach viel befriedigender, wenn du den auch wegklappen kannst und der nicht auf dem Tisch steht. Genau, einfach hochmachen und Platz, weg. Alles gut, ja. Und dann ist Ruhe. Und nicht hier immer dieses, das war, Vor allem hast du den jetzt, bei dem, den ich habe, ich kann das ja hier in der Kamera zeigen. Guck mal, das ist halt hier so, ne? Der schwebt vor mir, der ist jetzt nicht im Weg, ich habe da drunter, kann ich die Hände bewegen, ich habe den nicht an der Tastatur stehen, das ist schön. Ja, und den habe ich ja auch, das ist der schon schön. Der mittlerweile ein bisschen, aber ist okay. Ja gut, quietschen tut meiner auch, aber das hat er, glaube ich, von Anfang an schon gemacht. Ja, die quietschen von Anfang an, weil die... Ist nicht schlimm, weil, ich meine, so viel bewegt man jetzt auch nicht. In der Aufnahme nicht ständig so. Ja, wobei, ich glaube... Nee, meine quietscht doch nicht. Manchmal quietscht er. Aber bei meinen hast du aber schon Alterserscheinungen. Bei dem merkst du schon manchmal ist ihm das Mikro doch ein bisschen schwer in bestimmten Positionen. Dann hält er das nicht mehr so... Ja. Aber dann könnte man sich schon einen neuen kaufen, ne? Ja, nach 4 Jahren kann man das ruhig mal irgendwann machen. Kann man das mal machen. Das ist eine Investition, die man... Investition, die man vor allem dann tätigen möchte. So teuer ist der mittlerweile eh nicht. 80, 90 Euro? 80, 90, glaube ich, habe ich bezahlt. Wie sowas. Okay. Ist nicht günstig. Aber Leute, habt ihr gemerkt, wie ich jetzt einfach instant den Ausgang gefunden habe? Das ist einfach 100% Unterschied zu Goro. Das ist voll heftig. Was meinst du? Ich war gerade in der Höhle die ganze Zeit und lauf so, während ich mit dir rede, hab gar nicht auf den Weg geachtet, bin einfach sofort den richtigen Weg gegangen und bin sofort rausgekommen. Und du suchst den gezielt und kommst einfach nicht raus aus der Scheiße. Das ist, glaube ich, mein Problem. Was ist los? Oh. Was hat er gefunden? Tree? Was hast du gefunden? Tab? Ja, Tree-Tab, ja, das ist die Würmer, genau. Nee, das sind nicht die Würmer, aber Tree-Tabs gibt's auch. Ich habe einen Rubberwood-Baum gefunden, der
der an der Seite das hat. Wo hast du eigentlich das mit dem Wurm gemacht? Auf der gegenüberliegenden Seite. Du musst nach links. Wenn du rauskommst aus der Höhle, nach links. Übers Wasser. Kannst du dich hinlegen? Ja. Mach das bitte nicht bei Bäumen, die wir noch brauchen, weil die infizieren, glaube ich, alles. Es wird crazy. Nee, das sind Würmer für die Erde. Ach so, okay. Das sind keine Tree-Trap-Würmer. Okay. Aber ich möchte hier gerne ein Sapling vor dem Rubber haben. Vor dem Rubber-Woodbaum. Ja, das ist schon mal gut, dann können wir die anbauen, die brauchen wir. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall, für Kabel auch ja. Und so. Silber, Copper, Tin. Ja, wenn du die nämlich erstmal Tree-Tapst, gibt's Portal-Guns in dem Modpack? Oh, gute Frage, wollte ich eigentlich mal gucken. Nein. Schade, ich habe auch kein Sapling gekriegt, ich bin enttäuscht. Nee, aber das ist eine Investition. So oft wie wir das Stativ-Ding brauchen, ist das schon gut investierte. Es gut gibt investierte Geld. Es gibt einen Portal-Charm. Damit kannst du keine Portal-Gun. Porteln, durch Portale bewegen. Aber wie? Das ist eine Mod, die ich nicht kenne. Dark Utility. Portal-Gun gefragt, gibt keine Portal-Gun. Nein, die gibt's nicht. Gut. Du kannst nicht auf den Mond schießen, tut mir leid. Schade. Meadow Beats. Mod wurde auch nicht auf 1.10 gepatcht oder so. Ihr gibt ein Update hier fürs Modpack. 1.11 oder 1.12. Ja, aber auf dem Server läuft das ja gerade nicht, weiß ich. Ich traue mich nie zu updaten, was ist Server-Sachen. Ich bin ja mal vorsichtig. Du stellst dich gegen den Fortschritt. Eigentlich nicht. Oh, was ist denn das? Das ist auch schick hier. Hier hätten wir auch wohnen können. Wohnen? Ja. Ich bin gerade auf Erkundungstour, also wenn es leckt. Beziehungsweise eigentlich nicht Erkundungstour, eigentlich sammle ich Bienen. Bienen. Von Bienen und Blümchen. Oh nein, meine Schuhe sind leer. Nein! Musst du die aufladen mit Electricity? Energie, ja. Ja, dann kannst du ja wegschmeißen jetzt. Ich baue gerade einen Reaktor, passt schon. Wie kriege ich dann... Was denn? Was hat der Guru? Ich weiß nicht, wie ich die Palms Harvest Gardens krieg. Nicht rechts klicken geht das nicht? Rechts klicken geht nicht. Und links klicken gehen sie kaputt. Und es aber kommt man konnte das so pflücken. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht, Niffi. Ich weiß es doch nicht. Ja, ich hab es versucht. Oh, hier wieder Rubberbaum. 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 Ram-lam. Ding-dong. Ram-lam. Ding-ding-dong. Ram-lam, lam 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 ding-dong. Ding-dong, ram-lam, ram-lam. Wow. Du hast mitgemacht. Du hast angefangen. Kriegen die keine Saplings? Geht aber nicht. Ich weiß es nicht, Mann. Schreib weiß es auch nicht. So lange her, dass ich gespielt habe. Ich spiele einfach mal. Industrial Craft. Ich hatte am Wochenende tatsächlich ja wieder kein Internet. Ja, hab ich gemerkt, weil jemand bei euch wieder. Ist das immer, wenn jemand bei euch das einzieht? Ist immer, wenn jemand einzieht. Neuer Router angeschlossen, zack, kein Internet. Ja, das ist Licht. Es liegt nicht daran, weil du kannst im Prinzip. Ist nichts Schlimmes daran. Weil du kannst ja im Prinzip den Router richtig anschließen. Dann macht das gar keine Probleme. So ein Router hat ja einmal so ein. Was haben die für Ports? So ein WAN-Port und so ein LAN-Port oder so, ne? Ja, der WAN-Port ist für den Anschluss an das Internet an sich. Genau. Und der LAN ist für den Rechner. Genau. Ja. Und dann ist es so, dass... Und die passen aber eigentlich auch, obwohl... Ich weiß gar nicht, ob mittlerweile die Stecker gleich sind oder unterschiedlich. Ich weiß dass nicht. Unser Internet so geregelt ist, dass wir einen Hauptrouter haben. Mhm. Dass der immer kaputt geht, quasi. Und dieser Hauptrouter... Wird von Deppen betrieben. Der macht das, dass wir eigentlich unseren Router nicht am WAN-Port, sondern nur am LAN-Port. So, dass unsere Router als Switch funktionieren. Ja, verstehe ich. So, das verstehst du. Da hängen überall Schilder, wo es dran steht. Das ist, so machst du das. Aber gehst du dann, wenn du da einziehst, gehst du dann als Einziehender in diesen Raum und schließt dich an?
Nee. Oder macht das der Hausmeister? Nee. Das machst du mit der Steckdose hier. Also die sind schon, die Zimmer sind schon verkabelt im Grunde. Die Zimmer sind verkabelt mit dem Hauptrouter. So, und Leute, die da einziehen, sind zu blöd, den richtig anzustecken. Genau, die müssen, wenn sie einen Router haben wollen für WLAN, eigentlich nur der Router muss eigentlich nur ein Verteiler sein. Ach so, also du kannst theoretisch auch einfach einen Rechner an diese Dose stellen und hast Internet. Das habe ich mit meinem Rechner zum Beispiel. Also du hast zum Beispiel keinen Router da dran. Also doch, aber an dem drüben von Tyska zum Beispiel nicht. Das geht direkt in die Wand. Ja, okay. Und die Wohnung hat sogar mehrere Stecker. Also, ja, genau. In jedem Raum okay. Haben wir ein Internet. Ah, okay. Ja. So, die Leute müssten es eigentlich quasi nur als große Switch betreiben. Ja. Ja, machen die nicht. So, die stecken das in den Warnport. Der Router versucht die ganze Zeit eine IP-Adresse zu kriegen. Der Hauptrouter sagt, hier, du kriegst aber nur die hier. Die will ich aber nicht. Ich will meine eigene haben. Du kriegst also nur die hier. Leute stecken... eigentlich stecken die Leute so ein, wie sie es kennen. Genau. Und aber es funktioniert einfach nur, dass der Router eigentlich nur als Switch interagiert. Ganz genau. Okay. Und das macht dann, dass der neue Router und der Hauptrouter so lange kommunizieren, bis der Hauptrouter sagt, nö, da will ich gar nicht mehr. Aber ganz ehrlich, wenn ich da neu bin und mir das keiner sagt, würde ich das auch so machen. Das ist ja das. Ich frage mich, ob die das nicht gesagt bekommen, wenn sie einziehen. Weil hier hängen überall hängen Schilder. Wenn du einen Router hast, dann musst du den da und da reinstecken. Also halt in den LAN-Port anstelle vom WAN-Port. Aber da steht's richtig drauf schon. Ja, da steht's richtig drauf. Okay, ja. Aber die Leute machen es trotzdem falsch. Es ist... Ich verstehe das nicht. Und es ist immer grundsätzlich am Wochenende. Wochenende, ja, wenn die Leute einziehen. Immer Wochenende. Und dann kriegst du niemanden erreicht. Und wir haben schon ganz oft beim Notfalltelefon angerufen und da sagen die immer, das ist ja kein richtiger Notfall. Das ist Internet, Mann. Und dann sag ich, muss ich jetzt hier Feuer legen, damit ihr kommt, oder? Oder was ist ein Notfall? Ja, nee, war auch kein Notfall. Das wäre ein Notfall, aber das durfte ich nicht. Und es ist eigentlich nur so, dass da jemand kommen muss mit einem Schlüssel, weil es geht eigentlich darum, dass eine Tür zwischen uns und dem Hauptrouter ist und wir nicht in die Tür reinkommen. Und es muss eigentlich nur einer kommen, aufschließen und wieder gehen. Länger ist die Geschichte nicht. Das dauert, keine Ahnung, also nee, er muss aufschließen, auf den Knopf drücken, der Router startet neu, der Hauptrouter, und alles funktioniert wieder. Das macht aber keiner. Weil ist ja Wochenende. Ich finde das schön. Ich finde das scheiße. Und ja. Das ist dann immer so mein Wochenende. Da hatte ich kein Internet. Um die Geschichte jetzt nochmal fertig zu machen, bevor wir fertig sind. Oder ist das eine Rocky Print? Ja, okay. Da hatte ich kein Internet und dann habe ich hier angefangen, Mord auf Schatten zu spielen. Das habe ich runtergeladen. Das erste, genau. Das ist ganz cool. Cool. Ich finde es ein bisschen. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen langweilig, weil du schnetzelst halt nur die ganze Zeit. Ja, das ist halt der Nachteil von 1 gewesen, dass du immer das Gleiche hattest. Also, du machst die ganze Zeit nur Schnetzelei und das. Ich denke mir so zwischendurch so, boah. Jetzt reicht's auch langsam mit der Schnetzelei. Kann ich jetzt mal irgendwie was anderes machen, irgendwas Anspruchsvolles und dann, ja, geh in dieses Lager und töte diesen Mann. Okay, rein töten. Geh in das nächste Lager und töte diesen Mann. Wir müssen diesen Turm aktivieren. Also nicht. Ich bin in der Story aber auch noch nicht so weit, aber ich finde, die Story ist jetzt auch nicht so stark. So, ich baue irgendwie keine Verbindung zu den Charakteren auf. Ja. Du, ich fühl mich da nicht abgeholt von der Story, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin eh nicht so deep im Mittelerde-Universum. Also. Ich bin da nicht so... Ich hab die Filme alle geguckt. Aber die Filme fand ich gut. Der Rest ist so. Na gut. Ich würde sagen, Leute, wenn ihr auch Spaß gehabt habt und auch so coole Nachbarn habt wie ich, dann lasst ihr ein Like da. Und beim nächsten Mal finde ich mal hoffentlich zurück nach Hause. Bist du wieder in der Höhle? Nein. Diesmal bin ich über der Erde. Ich sehe schon die Map.
Deckt die sich mit mir zu. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht mehr. Bist du wieder in der Höhle? Siehst du, wie die Map sich aufdeckt für mich? Warte. Ich bin nach oben links gegangen. Nee, dann sehe ich das nicht. Okay. Egal, Leute. Ich hoffe. Ah, ja, es ist nächstes Mal. Haut rein. Ciao.